Das bekannteste Logo, was auf allen Bioprodukten gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das EU-Bio-Siegel. Das ist dieses Blatt auf grünem Hintergrund. Das ist verpflichtend gemeinsam mit der Biokontrollstellennummer. Damit habe ich die Gewährleistung, dass die Produkte auch extern kontrolliert sind. Und andererseits das AMA Bio-Siegel, das neben dieser Bioqualität noch eine hohe Produktqualität garantiert und auch noch eine nachvollziehbare Herkunft, die dort dahinter steckt. Somit habe ich in diesem Paket, wenn ich auf beides achte, bin ich eigentlich auf der sicheren Seite, wenn ich ein Bioprodukt kaufe. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich die echten Bioprodukte erkennt und nicht naturnah oder Bauernhof oder die Vorgaukelung einer heilen Landwirtschaft, dass man dem vertraut. Bewusst beim Einkauf darauf zu achten, generell wenn wir im Nachhaltigkeitsgedanken sind, weniger Lebensmittelverschwendung ist auch ein Thema, aber einfach darauf achten, welche Lebensmittel kaufe ich, Bioqualität, wir haben schon über die Kennzeichnung gesprochen, dass ich wirklich Bioprodukte im Handel finde und wenn ich dann noch auf die Regionalität achten will, bin ich dann zum Beispiel mit dem Rot-Weiß-Rot-Nama Bio-Siegel da auch wieder auf der sicheren Seite im Lebensmittelhandel. Es gibt genauso Direktvermarkter, bei denen man auch die Bioqualität oder die Bioprodukte bekommt.